Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge haben wir eine Nebenmission mit Bravour bestanden. Gut, das waren nur billige Gegner, aber wir haben dafür eine neue Waffe bekommen. Die haben wir auch direkt verbessert und es ist eigentlich eine richtig gute Waffe. Wenn es eine Silent-Waffe wäre, ist es leider nicht. Vielleicht sollte ich es nochmal ausprobieren, aber mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß heute. Leider ist die aber nicht lautlos. Das heißt, man sollte sie nur in Teamkämpfen verwenden. Und in Teamkämpfen brauchen wir eh keine lautlosen Waffen. Und da kommt diese Waffe hinzu dann. Ganz easy, ganz easy, ganz easy. Sind wir hier schon durchgegangen durch den Wasserheber? Ich weiß es gar nicht. Wait, that can't be who I think it is. Oh. Seeing things. Da ist er doch, dich habe ich gesucht. It is you. The legendary stalker, Big Khan. You left the Ark a long time ago to wander the zone. Thought you were dead. Alive and kicking, stalkers. It's been a long time, hasn't it? But maybe you're not who you say you are, huh? Maybe you're some of those damn imposters trying to trap Big Khan. Whoa, whoa, imposters? You've been out here breathing the fumes too long, Khan. What's got you so rattled? I've walked from one end of this wasteland to the other. Seen some shit you rookies wouldn't believe. I don't fear nothing. Until now. Something strange is going on all across the zone. Ghouls are disappearing and getting replaced by copies. But they're made out of plants. I call them pod ghouls. This ain't the zone fumes talking, all right? I'm on my way to the Ark to warn the Elder, so if you'd excuse me. A lot's happened since you've been away, Khan. The Ark's got problems of its own right now. We're on a mission to capture Goran, a renegade mutant with the power to control plants. He could be behind these pod ghouls you're talking about. We could use your skills. You still the legend they say you are. Oh, I got skills for days, believe that. I remember Goran. He was a punk. Didn't think his powers were that strong. Okay, I'll help. Stalkers got each other's backs, right? What happens to you, happens to me. Alles klar, neuer Charakter. Woo! Was kannst du so Schönes? ...30 Punkte verfügbar. Also, deaktiviert einen mechanischen Gegner 2 Runden lang. Okay. Schleich von Deckung zu Deckung. Doppelte kritische Trefferchance bei Schüssen aus Versteck. Ah. Brauchen wir Bormin? Schieße mit 1 AP auf mehrere Ziele. Verringert die Treffsicherheit. Mhm. Bereichseffekt. Schleudert Gegner zurück und zerstört Deckung. Hülle deinen Gegner in Flammen. Nochmal 10%. Bormin, es tut mir echt leid. Ich kann das nicht verkraften, ihn nicht dabei zu haben. Auch wenn wir das hier eigentlich bräuchten. Aber wir gucken einfach mal. Wir können ja zur Not wechseln. Ne? Gut. Du hast ja auch schon ziemlich viel Leben. Aber ist eigentlich ein guter Tank, genauso wie Bormin. Hey, läuft doch. Läuft doch. So, dann kriegst du den hier. Dann kriegst du ein Molotow und eine Rauchgranate. So, wobei Molotow muss nicht unbedingt sein hier. Oh.
Zack. So, drei Sniper am Start. Nice. Und einer mit vollem Leben. Ich freue mich. Okay. So. Das ist in Ordnung. Ist auch erstmal in Ordnung. Du kriegst das. Wir sollten immer eine Rauchgranate noch dabei haben für jeden Charakter. EMP ist natürlich auch witzig, ne? Wenn wir eine EMP dabei haben. Oh, wir haben ganz schön viel Zeug. Nice, so sollten wir öfters einsetzen, wenn wir schon so viel haben, ne? Ja, Handgranate, komm. Okay. Alles klar, wir sind vollständig. Neuer Charakter am Start, der irgendwie ziemlich menschlich aussieht. Sieht aus, als hätte er den gleichen Körper wie hier, ich kenne die Namen von den Neuen gar nicht. Magnus. Sieht aus, als wäre das Magnus mit einem anderen Kopf. Na, guck mal, wer ist denn da hinten? Ich sehe Leute im Nebel. Uah. Dass der so weit oben ist, gefällt mir nicht. Was haben wir noch so Schönes? Wir könnten hier raufgehen. Was würde es uns das bringen, stelle ich mir nur die Frage. Kann ich den aus seinem Fenster rausschießen? Wir sollten erstmal nach schwächeren Kreaturen Ausschau halten. Nein, 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 nein. Ich war in der Falle. Ich war einfach in der Falle. Oh nein. Oh, ist das bitter. Okay, ich habe ein bisschen umstrukturiert. Wir haben jetzt den kritischen Schaden permanent um 10% erhöht. Finde ich ganz gut. Und die beiden. Der Rest kommt dann später noch dazu. Dass man nur bei ihm so wenig Punkte hat, finde ich ein bisschen dreist. Ach, du hast deine eigenen Waffen mitgebracht. Toll. 10, 13, ja. Für dich bräuchte ich auch noch eine Sniper. Na, nimm erstmal die hier. Das passt schon. Wenn wir noch eine Sniper für dich finden, dann kriegst du sie, versprochen. Alles klar. So, der Typ da oben. Der ist mir natürlich ein Dorn im Auge. Lay down your weapons. Give up the fight. Soon you. Die Pflanze hat da gerade irgendwas ausgespuckt. Hör auf zu reden. Ich hätte mich verstecken sollen, ne? Naja, gut. Wir kriegen ihn auch so. Yes. Yeah, I did that. What do you think about that, huh? Oh, er hat's gemerkt. Solange er den anderen nicht Bescheid sagt, ist alles gut. Leck mich. Okay, der guckt auf seinen Kollegen. Ich weiß nicht, wollen wir uns verschanzen und sie einfach alle umbringen? Meint ihr, wir kriegen das hin? Nein, geh nicht weg. Oh, noch geschafft. Oh, ich bin im Auto. Okay, probieren wir es einfach mal. Huch! Ja, das hätte mich gewundert, wenn der mich nicht gehört hätte. Die Frage ist nur, wer hat mich gehört? Könnt ihr da hinten ziemlich eine überbraten? Soll ich es einfach mal tun? Ach, YOLO, Alter! Zack! Gotcha. Ja, wieso hat er nichts gemacht? Als wenn. Außer Reichweite. Ach komm. Ich
will die Waffe hier nicht einsetzen, weil dann müsste ich nachladen. Aber gut. So, ich kann hier aber niemanden treffen, ne? Kann auch nicht weit laufen. Laufen wir mal hier hin. Oh, ich nachladen muss ich auch noch. Don't get stupid. Nee. Oh, er brennt sogar. Oh, das ist kein guter Platz für dich. Oh, der Herr macht was. Was für ein Arsch. Der Overwatch da oben. Kann ich mich hier hinschleichen? Overwatch. Oh, ich dachte, wir müssen nachladen. Offensichtlich nicht. So, bist nur noch du da oben, ne? Ich würde sagen, komm raus. Komm raus. Ach komm. Ist doch nicht dein Ernst. Overwatch. Overwatch. Das Spiel kann ich auch. Komm raus. Alter, komm raus, Mann. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, oder? Was für ein dreckiges Arschloch. Alles klar. Jämmerliches, dreckiges Arschloch, ey. Ich fass das nicht. Overwatch. Kommst du jetzt raus? Ah, sieh mal einer an, er flüchtet. Nicht dein Ernst, Junge. Es ist nicht dein scheiß Ernst. Overwatch. Ich würde sagen, dann rennen wir da hinten hin. Wo er vorher war. Oh, ich muss dahin sprinten. Der ist blöd. Aber er overwatcht mich, ne? Overwatch. Oh, hi. Haha, das war's mit deinem Overwatch. Junge, keine Trefferchance, ja. Mich auch, ich komme einfach näher. Und von hier werde ich dich kriegen, mein Freund. Ja, da staunst du, was? Ende mit Flucht hier. Okay, kann ich ihn von... hier aus treffen? Keine Trefferchance. Und keine Waffe. Aber er hat nicht geoverwatcht. Jetzt hör auf wegzulaufen. Jetzt hör doch einfach mal auf wegzulaufen. Kann ich mich rausstellen hier? Ja, komm. Den knallen wir jetzt weg. Ich erniedrige dich, indem ich neben dir stehe. Good night, Rodheads. Oh, ist da lang geflogen. Okay. Lief ja eigentlich ganz gut, außer dass der Typ da geflohen ist und... ja, irgendwie nicht mitmachen wollte bei meinem Plan. Er hat sich einfach gedacht, nö. Ich gehe jetzt weg. Ich wünsche dir viel Spaß. Super, ne? Ja, Zeit uns hier ein bisschen umzuschauen. Aber offensichtlich wird es hier nicht großartig was geben. Außer den nächsten Weg. Zum nächsten Bereich. Was ich schade finde. Und ich hoffe, es wird mehr als diese drei Bereiche geben. Das wäre ja so ein bisschen wenig, ne?
Und ich wette, diese Waffe, wo wir Gegner quasi Roboter ausschalten können, die wird bestimmt noch wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die uns die einfach nur schenken, weil sie es lustig finden. Das glaube ich nicht. Oh, da läuft ein Hund. Der hat ganz schön viel Leben. Kapselwolf. Oh. Oh, da ist mehr als einer. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Oh, das habe ich jetzt nicht bedacht. Ja, er wäre eigentlich tot gewesen, aber hey. Mein Typ wollte ja nicht treffen. Ja, wenigstens brennt er. Oh, es sind mehrere Wölfe. Ja, gut, das ist ja kein Problem. Oh. Oh. Mehr als ich dachte. Was bist denn du? Holy shit, warte. Nee. Ich lasse mich hier nicht auf Risiken ein. Das kannst du vergessen. Ich weiß nicht, was es ist und ich weiß nicht, was es tut. Es ist groß und es ist eine verdammte Pflanze. Ich meine ja einiges mit, aber das nicht. This machine was one of them. Oh, wir haben übrigens Level Up. So, bleibe nach einem Kill unsichtbar. Du bist der ultimative lautlose Killer, der sich ungehindert über das Schlachtfeld bewegen kann. Du bleibst unbegrenzt und unsichtbar, sofern du all deine Ziele in einer Runde ausschalten kannst. Das ist cool, nur leider wird es nicht funktionieren. So, was haben wir hier? Bereichseffekt. Schleudert Gegner zurück und zerstört Deckung. Ich muss mich irgendwie zu dieser dicken Pflanze durcharbeiten. Da, diese Pflanze da. Ich weiß nicht, was sie tut, aber ich will sie weghaben, bevor hier irgendwas abgeht. Oh, okay, danke. Kapselbringer. Oh oh. Weil ich kann diese Kapselwölfe leider nicht ausschalten. Aber dieses Unsichtbar, die Frage ist, gilt das auch ohne lautlose Waffen? Kannst du bitte da hinten bleiben? Kurz mal speichern. Ich will mich hier hinschleichen. Ich will an diesen Zaun hier vorne, um das Kackviech einfach kaputt zu machen. Das könnte gewagt sein. Ich weiß nicht, wie das endet, aber ich will es probieren. Dieser Kapselbringer muss leider sterben. Ich habe nur das Gefühl, dass meine Position vielleicht nicht die beste ist. Malt mir mal diese Waffe hier. Okay, Kapselbringer, Drecksviech. Stop the stalkers. Now. Okay, mal gucken, ob wir das jetzt überleben hier. Wir sind so ziemlich an einer schlechten Position. Vielleicht hätten wir die Position noch anders wählen sollen. Und zumindest hat sie die richtige angegriffen. Oh. Okay. Wir müssen eine andere Position wählen. Das ist ja absurd kacke. Ah, dieser Kapselbringer macht mich fertig. Wir gucken mal, wie weit wir mit unseren Silence-Waffen kommen, ja? Vielleicht schaffen wir es mit mehreren Silence-Schüssen
das Ding loszuwerden. Ich bezweifle es stark. I'm gonna warn you again. I did that. What do you think about that, huh? Es hat niemand bemerkt, weil das Ding nicht angreift und nicht warnen kann. LOL. Oh, does that hurt? Oh, das finde ich gut. Oh, das finde ich sogar super. Oh. Ja, der Hund hat es jetzt natürlich begriffen. Ja gut, dann ändert das ja eigentlich nichts an der Situation, ne? Das ändert nichts an der Situation. Scheiße, aber es ist schon mal gut zu wissen, die Pflanze kann sich nicht wehren. Wir können sie jederzeit ausschalten, wenn dieser Hund nicht wäre. Die Frage ist, können wir diesen Hund ausschalten? Ich bezweifle es stark, oder sie was merkt. Oder wir müssen hier echt mit Gedankenkontrolle und so spielen. So, Leute, das war's für heute. Wir haben den neuen Charakter endlich gefunden. Meine Fresse. Wieso war er nicht da, wo er am offensichtlichsten war? Und zwar in seiner verdammten Ecke, wo die ganzen Elche waren. Der hat einen Elchkopf. Ich meine, den habe ich halt da gesucht, weil es war offensichtlich. Da waren verdammte Schilder mit seinem Gesicht drauf. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.